Also das Projekt ist natürlich nicht nur architektonisch ein Zukunftsprojekt oder ein zukunftsweisendes Projekt, sondern es ist auch als Verkehrsstation natürlich zukunftsweisend. Und das hat natürlich ganz zentral auch zu tun mit der Maßnahme der zweiten S-Bahn-Stammstrecke, die ja immer die zentrale Maßnahme für diese Überlegungen des Neubaus auch war. Das heißt, wir haben im Zentrum des Gebäudes ein sehr leistungsfähiges und auch räumlich spektakuläres Abgangsbauwerk oder Aufgangsbauwerk, den sogenannten Nucleus. Und dieser Nucleus verbindet dann die obere Welt, sprich die neue Empfangshalle, direkt mit den Bereichen der zweiten Stammstrecke. Mit Wehmut geht man auf der einen Seite von der Schalterhalle weg, von der alten, aber auf der anderen Seite, wenn man den neuen Bahnhof jetzt anschaut, wie der wird, also das wird eine ganz fantastische Sache. Wenn man bedenkt, dass wir am Tag 370.000 Reisende haben und ca. 100.000 Besucher und es fehlt einfach ein Drittel vom Ausgang. Das wird eine sehr große Herausforderung für die Servicemitarbeiter. Ich denke, für mich als Servicekraft wird das erstmal stressig die ersten Tage. Die Kunden wissen nicht, wo sie hingehen müssen. Aber dafür sind wir dann eben da, dass wir die Kunden auch zeigen, wo sie hingehen können und dass wir das alles gut genug koordinieren. Und ja, ich denke, nach ein paar Tagen wird sich das alles eingespielt haben. Generell die Herausforderung für mich persönlich sind natürlich die innerstädtische Lage. Das gibt es nicht oft in einem Berufsleben. Sowohl die Komplexität des Projekts mit allen Anwohnern, die hier natürlich ihre Bedürfnisse haben, die möglichst wenig von der Baustelle mitbekommen sollen. Und das stellt schon enorme Herausforderungen dar. Aber das ist auch das, was dann so ein Projekt spannend macht und auch Spaß macht. Also der Haltepunkt Hauptbahnhof der zweiten S-Bahn-Stammstrecke wird die tiefste Station, die je in München gebaut wird. Wir unterfahren dann sämtliche andere U-Bahn-Linien oder auch die erste Stammstrecke mit unserem Bauwerk hier am Hauptbahnhof. Diese Lösung, dass die Trasse hier unter dem Empfangsgebäude langgeführt wird und nicht außerhalb des Gebäudes, heißt natürlich, dass die Verknüpfungen mit den anderen Verkehrsmitteln, sprich der bestehenden S-Bahn-Stammstrecke, mit den Fernzügen und der U-Bahn hier optimal gelöst werden konnte. Für mich persönlich ist es, nachdem ich meine Laufbahn in München als Bauingenieur beginnen durfte, eine ganz besondere Herausforderung, diesen zentralen Aufgang bauen zu dürfen. Ganz ohne Lärm und ganz ohne Staub wird es auch während dieser Großbaumaßnahme nicht gehen. Wir sind strengen Auflagen unterworfen, was den Schall anbelangt, und auch die Abfuhr ist streng reglementiert, sodass wir guter Hoffnung sind, die Belästigung für die Anwohner und im Speziellen natürlich auch für die Passanten hier am Hauptbahnhof so gering wie möglich zu halten. Für die Kunden wird es die nächsten Jahre anstrengend, aber man muss immer das Ziel vor Augen haben. Warum machen wir das? Das ist einmal, die zweite Stammstrecke ist wichtig, die Kapazitäten sind erschöpft. Das Empfangsgebäude ist das Gleiche, wir sind auch an unseren Kapazitätsgrenzen und deswegen ist es wichtig, dass wir neu bauen. Und das wird natürlich mit Einschränkungen nur zu vollziehen sein, aber ich finde, wenn wir nachher dann mehr Kapazität auch in die S-Bahn bringen können, größere Gebäude haben, bessere Angebote, dass es sich lohnt, darauf zu warten. Jeden Morgen fahre ich von Augsburg nach München, um hier zu arbeiten. Wie wir alle sehen können, ist der Bahnhof München in die Jahre gekommen. Und es ist wichtig, dass hier etwas Neues entsteht. Und mit der zweiten Stammstrecke werden wir eine gute Anbindung in der City und in der Umland haben. Dieses Gebäude ist stark in die Jahre gekommen und deshalb hat man gemeinsam mit der Landeshauptstadt und dem Freistaat Bayern 2003 einen Wettbewerb ausgelobt, dass eine ganzheitliche Neuentwicklung hier erfolgen soll an diesem Platz. Es macht mir Spaß, dass ich an einem Projekt mitarbeiten darf, das Stadt und Bahn miteinander verbindet. Die zweite Stammstrecke ist für mich die Chance, dass der öffentliche Nahverkehr verlässlicher wird. Ich wünsche mir vom neuen Hauptbahnhof, dass er auch ein Ort ist, wo man nicht nur durchreist, sondern vielleicht auch eingeladen ist, noch im Café sitzen zu bleiben, die Zeit zu genießen. Und dass die Architektur widerspiegelt, was München für uns Münchner ist. Eine moderne Stadt, die pulsiert
die schön ist und in der man verweilen kann. Also bemerkenswert ist sicherlich, dass nachdem der historische Bürgleinbau im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, München jetzt die einmalige Chance hat, wieder ein zusammenhängendes Empfangsgebäude aus einem Guss zu bekommen. Und das Besondere ist, dass in der obersten Ebene mit der Skybar, die wir dort vorsehen, ein öffentlicher Raum entsteht, von dem aus man die Schönheit der Stadt mit ihren Türmen und das Alpenpanorama am Horizont wahrnehmen und bewundern kann. Ja, das Denkmal am Bahnhof war ein Plattenrelief. Und zwar ist das hergestellt worden in den 50ern im Zusammenhang mit dem Neuaufbau. Das Relief wird jetzt eingelagert gemeinsam mit der Uhr, weil wir wollen es natürlich auch am Hauptbahnhof wieder anhängen. Die Baumaßnahmen betreffen uns insofern, da wir direkt gegenüber des Bahnhofs sind und wir natürlich mit kleineren Einschränkungen zu rechnen haben. Also wir standen schon die ganze Zeit vor den Baumaßnahmen mit der Deutschen Bahn in Kontakt und sind regelmäßig über den neuesten Stand der Dinge informiert worden. Also durch den Neubau des Bahnhofs erwarte ich mir eine Aufwertung des ganzen Viertels und als Gewerbetreibender natürlich viele neue Kunden, die durch den Bahnhof zu uns in den Coffeeshop finden. Die Bahnhofsmission München ist die niedrigschwelligste soziale Anlaufstelle in München. Wir haben rund um die Uhr geöffnet. Es gibt uns jetzt seit über 120 Jahren hier. Nachts sind wir Schutzraum für Frauen und Kinder. Untertags sind wir für die Menschen da, die in irgendeiner Art und Weise hier stranden, nicht mehr weiterkommen. Sowohl für Reisende als auch für die Menschen, die sich oft in einer sehr prekären Situation hier in München befinden. Wir konnten uns im Vorfeld einbringen in den Umbau des Hauptbahnhofs. Wir wurden nach unseren Wünschen gefragt, was wir für Bedürfnisse haben, was wir brauchen für die Bahnhofsmission, welche Größe. Da gab es Konzepte, Überlegungen und wir haben das Gefühl, das ist alles auf einem guten Weg. Diese Neubaumaßnahmen, die jetzt hier geplant werden, sowohl für den Hauptbahnhof als auch zweite Stammstrecke, sind für die Zukunft unseres südlichen Bahnhofsviertels außerordentlich wichtig. Da haben wir sehr große Hoffnungen auf den Neubau, der die Attraktivität von ganz München deutlich sichtbar macht. Wir brauchen ein Erlebnis Hauptbahnhof wieder, wie ich es in meiner Kindheit hier kannte. So wie es ist gehört, spüre ich jetzt noch ein letztes Standl für die alte Schalterhalle und sage: Servus Schalterhalle, wir sehen uns dann im neuen Hauptbahnhof.